Da sind wir wieder. In der letzten Folge haben wir Scott davon abgehalten, die Firma zu verlassen, haben dann eine romantische Liebeserklärung von ihm bekommen. Ja, da bahnt sich was an zwischen Clara und Scott. Ach, wir kamen der Tierversuchstuse weiter auf die Schliche. Da wird sich auch noch was ergeben. Ich hoffe, wir kriegen die rausgeekelt. Mal schauen, was wir da machen. Bis dahin nehmen wir erstmal weiterhin Aufträge an, als wäre nichts passiert. Was nehmen wir denn hier? Entweder nehmen wir das Pink und Gold mit Diva, oder... Weil mich reizt, dass hier so viele Aufträge sind. Hier ist wieder Foto und... Naja, Schmuck ist jetzt nicht das Beste, aber... Haben wir denn alles da? Ich denke mal, das müssten wir alles haben. Dann können wir bestätigen, es gibt auch 400 Token. Danach können wir uns erstmal durchshoppen. Und wir können es, glaube ich, dann auch alles leisten, was es in dem Spiel zu kaufen gibt. Beginnen wir wieder mit dem Make-up. Das ist ja natürlich Standard hier. Dann bleibt nur die Frage, balken oder nicht balken? Okay, John Clark ist wohl die Frau. Okay, das wäre merkwürdig, aber welchen Zusammenhang gibt es wohl zwischen einem sinnlichen Parfüm mit dem Duft von Sandelholz und Patchouli und einem Make-up? Ich weiß es nicht, aber Sie werden es herausfinden, immerhin ist das Ihr Beruf. Okay, vom Parfüm war jetzt nicht die Rede bisher. Okay, Mokka ist das Make-up, Van Rouge Burgund oder Kastanie? Da haben wir was zur Auswahl. Das sieht aus wie Mokka, das wird es auch sein. Einmal näher ans Model dran kriechen. Und dann wird die eingemake-up mal wieder. So. Wir versuchen natürlich wieder diesen kleinen, miesen Rand wegzumachen. Der bei der Hautfarbe und dem Make-up jetzt nicht besonders auffällt. Aber ich glaube, das gibt dann wieder Punkte. Je mehr man hier wegzaubert. So. Da hing mein Schwämmchen fest. Was war das? Egal. Das Spiel hat sich ja nicht aufgehangen. Alles gut. Das muss ich dem Spiel auch lassen. Es hat sich bisher noch nicht einmal aufgehangen und ich hoffe auch, dass es so bleibt. Denn es sieht so aus, als wenn wir kurz vorm Schluss... Okay, haben wir jetzt wirklich alle Stellen mit Make-up zugekleistert? Das ist natürlich jetzt der Nachteil, man sieht das nicht. Aber eigentlich braucht dieses Model auch, wie gesagt, kein Make-up. Okay, wir müssen entweder Kastanie oder Burgund. Meinen Sie Mahagoni? Jetzt aber Holz. Warum heißt das überhaupt blassrosa? Das sieht überhaupt gar nicht so blass aus. Ich weiß gar nicht, wo Kastanie sein soll. Ich glaube, wir nehmen Burgund, da sind wir auf der sicheren Seite. Dunkelroter Lippenstift und keine Sticker. Also gut, weiter geht's mit erstmal den Burgund draufschmieren. Ich weiß nicht, ob wir hätten so weit gehen müssen. Ich mach das nochmal zurück. Gibt ja so auch Punkte. So, es ist schon balkig, aber nicht mehr ganz so stark wie bei den anderen Models. Dann nehmen wir ein dunkelrot. Was haben wir denn da Schönes? Wirklich Brunder? Nein, wir hatten noch nie rotbraun. Ich denke mal, das nehmen wir jetzt einfach mal. Kommt dem Burgunder sogar sehr nahe.
ich glaube, jetzt haben wir keine Flecken drin. Alles schön einheitlich. Könnte besser zu passen zum Gesicht, aber die Lidschatten in Kaffee oder Altrosa und schwarze Kontaktlinsen. Fangen wir mal mit den schwarzen Kontaktlinsen an. Die sind ganz unten, das weiß ich noch. Da, genau. Und was wollten wir denn hier lieber? Altrosa? Nehmen wir einfach mal das. Ist zwar rosa, aber das wird wahrscheinlich gemein sein. Vielleicht auch nicht. Ich guck gleich nochmal. Kaffee oder Altrosa? Oh, Kaffee-Lidschatten, das wäre mal schön. Milchkaffee? Wir hatten noch nie Kaffee, fällt mir auf. Oder hatten wir doch? Ich überstreiche jetzt einfach mal das Rosa mit dem Kaffee. Fällt kaum auf. Oh. Naja, ist ein bisschen dick aufgetragen. Ich habe auf jeden Fall mehr Punkte als das Rosa gerade. Hier ist noch ein bisschen. So. Mäh, 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 mäh. Ich denke mal, wir machen das nochmal neu. Kann man das nicht nochmal rückgängig? Ich möchte das ganz rosa weg haben. Na gut. Hier gehen wir dann nochmal mit Make-up dran. Einmal kurz, so. Und dann können wir uns wieder dem Milchkaffee widmen, der ganz hübsch aussah. Und nicht zu vergessen gleich die ganz langen schwarzen Wimpern, die gefragt wurden. Waren die jetzt natürlich oder einfach nur schwarz? Ach so, sehr, sehr lange Wimpern. Da wurde jetzt gar nicht gefragt. Dann nehmen wir doch die. Die sind nämlich sehr, sehr lang. Für den dramatischen Look. Okay, soweit wären wir. Haare sind lang, voluminös, wild frisiert und natürlich braun oder rot. Das gucken wir uns doch gleich mal an. Das ist nämlich wieder diese komische Fusselfrisur. Wunderbar. Was meint ihr, was ist schön rot? Ist mal ein krasser Kontrast, den finde ich gar nicht so schlecht. Wir lassen das einfach mal so, denke ich. Ach komm, lassen wir das so. Das ist mal was Neues. Die Nägel nicht gefeilt, bevor ich da wieder loslege. Rotbraun Nagellack. Ich habe da ja gerne mal so die Nägel gefeilt und dann haben wir rotbraun. Die meinen doch nicht Burgunder, das ist irgendwie Rot-Lila, aber okay. So viele Farben und noch nicht haben wir alles benutzt. Mach. Oh mein Gott, ich habe mal den Daumen nicht voll geschmiert. Leute, habt ihr das gesehen? Dafür jetzt hier an der Ecke ein bisschen. Aber damit kann man leben. Jedenfalls hat sich das Model bisher noch nicht beschwert. So, der eine Fleck muss jetzt auch noch weg.
Irgendwie sieht das durch das Licht auch gerne mal fleckig aus. Ja, ja, das Licht, ne? Jetzt schiebe ich alles auf das Licht. So. Also ich finde, das sind die bisher gelungensten Nägel vom ganzen Spiel. Wahrscheinlich muss man nur mit ein bisschen Geduld an die Sache rangehen, dann vermalt man sich auch gar nicht so oft. Jetzt gerade zum Beispiel habe ich mich, glaube ich, ein bisschen vermalt. So. Schön gründlich alles heute. Okay. Gab es sonst noch irgendwas? Keine Sticker, kein Tattoo. Irgendwie wollte bisher auch keiner irgendwie ein Tattoo. Dann bestätigen wir das Ganze mal. Wir haben jetzt den 19. April. Wir widmen uns jetzt dem Styling. Wir wollen ja auch irgendwann fertig werden mit dem Ganzen und das Model will ja auch nicht warten. Wenn ich Ihnen sage, sinnliches Parfüm mit dem Duft von Sandelholz und Patchouli, inspiriert Sie das? Nein, es sollte aber. Ihr Job wird es sein, mir das passende Kleid zu finden, bei dem man an sinnlichen Duft denkt. Ah je. Na gut, Rihanna hat ja auch schon geschafft, ein Kleid, was aussieht wie ein Spiegelei, zu tragen. Naja. Also, Oberteil vorne überkreuzt, rückenfrei, langer Rock mit Volants. Hm. Ach, wir sind jetzt bei den Bolero-Jacken. Nein, das ist nicht vorne überkreuzt. Das ist mal wieder das hier. Wir werden noch sehen, was besser passt. Das oder das. Das kommt dann auch auf den Rock an. Mit zwei Volants war das der. Okay. Ein langer Rock wollten die. Okay. Das Oberteil, welches passt denn schöner? Ich finde beide jetzt nicht ganz umwerfend dazu. Ach, es geht. Das ist ein Ticken schöner, meinerseits. Also, wenn ihr das andere schöner findet, könnt ihr das ja auch schreiben. Okay, wir nehmen Rot, Bordeaux oder Orange. Hm, das ist mal was Neues. Pumps sind Pits, Schwarz, Rot oder Gold. Ich meinte Spitz natürlich. Schwarz, Rot oder Gold in Pumps. Was passt denn da am besten? Vielleicht kümmern wir uns erstmal um die Farbe. Burgund. Und Burgund ist so ein Lilachen. Müsste. Nein, das ist blau. Lavendelblau. Ich finde nur schade, dass sie jetzt nicht irgendwo geschrieben haben, wann ich irgendwo Burgund erreicht habe. Jetzt sind wir eher beim Rosa. Hm. Rot, Bordeaux oder Orange? Nee, Porto. Oder wollen die... Oder Orange. Dabei fand ich das hier zum Beispiel ganz schön. Das passt vielleicht nicht unbedingt zu den Haaren. Aber ich finde auch, wenn das Outfit... Sollen wir das Rot nehmen? Das ist auch sehr schick.
Ist auf jeden Fall auffällig, das Model kann es tragen. Finde nur schade, weil ich gerne auch andere Farben ausprobieren würde. Was wollte sie denn an Schuhen? Das habe ich jetzt die Pumps, die Spitzen. Spitze Pumps. Die. In Rot. Jetzt haben wir schon mal einmal Rot, dann können wir das auch so belassen. Ich finde, jetzt sieht sie eher aus wie eine spanische Tänzerin. Sehr hübsch. Okay, rote Seidenhandschuhe. Das war's. Na gut. Kümmern wir uns um die roten Seidenhandschuhe. Uns mangelt es ein bisschen an Seidenhandschuhen. Aber wir haben volle Punktzahl, können damit bestätigen. Hässlich ist es auch nicht. Aber auch nichts Besonderes. Weiter geht's mit der Moden. Nee, mit dem Schmuck. Schmuck, genau, der fehlte noch. Und ich bin gespannt, wann ein neues Event beginnt und was wir da noch so alles erfahren. Haben Sie schon mal Schmuck mit einem Hauch von Sandelholz und Patchouli kreiert? Nein? Naja, wie man so schön sagt, es gibt für alles ein erstes Mal. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Jetzt die mit ihrem Patchouli und Sandelholz. Eine Goldkette, zur Hälfte mit Anhängern aus ziseliertem Gold ohne Edelstein. Eine Goldkette nur. Nehmen wir doch hier dann. Ziseliertes... Was? Ziseliertes Gold? Aber ohne Edelsteine. Das wird, glaube ich, schwer. Ich weiß nicht genau. Mit dem Ziseliert. Die kann doch nicht zur Hälfte diese Dinger hier baumeln haben. Das ist doch nicht ihr Ernst. Das sieht scheiße. Darf ich das sagen? Das sieht scheiße aus. Kommt schon, Leute. Das sieht doch furchtbar aus. Eine davon tue ich eher an, aber davon noch mehr? Nee. Komm, eine in die Mitte. Ist das die Mitte? So, jetzt ist schön. Ziselierte. Der Mond ist ja auch noch ganz schön. Ah, okay, hier haben wir schon mal irgendwas. Das wird vielleicht nicht ganz so schön dazu passen. Ich fände es jetzt nicht. Aber wenn die Dame damit begeistert und zufrieden ist, dann lassen wir das einfach mal so. Das war ein Stück zu viel. Und das war auch eins zu viel. Okay, das ist gut. Damit haben wir alle Punkte wiederhergestellt. Es sieht nicht ganz zu furchtbar aus, aber... Die mit ihrem Ziselieren. Okay, sie hätte gerne ein Armreif aus Gold, dafür runde Goldperlen. Das kriegt man hin. Runde Goldperlen. Die haben wir nur bei Prinzessin oder bei Klassisch, war das? Da, Goldperlen. Okay, das wäre erledigt. Einmal zu den Ohrringen. Die sind auch Gold, aber zwei Anhänger aus ziseliertem Gold ohne Edelstein. Dann nehme ich wieder die, weil wir die schon in der Kette hängen haben. Das wäre sonst komisch, wenn wir da was anderes benutzen. Okay, wunderbar. Wir haben alle Sternchen voll. Wir können stolz auf uns sein. Weiter geht's.